Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 4.9.2024. Und unsere Prinzessin, die gestern mal ein bisschen tief Luft geholt hat, hat, keine Ahnung, Pudung gerochen oder wie auch immer. Und hat sich zum Dienstag jetzt ordentlich übergeben. Unser DAX hat damit den Hanging Man angenommen und sogar den Inverted Hammer durchgetriggert. Interessanterweise das Ganze sogar von einem höheren Hoch. Also hat vorher noch mal ein neues Allzeithoch gesetzt. Und das ist insofern jetzt wichtig, dass es ihm nach unten durchaus die Möglichkeit einräumt, tiefer zurückzuschlagen. Da sollte man jetzt genauer hingucken. Es ist nämlich ein Unterschied, ob der Markt eben aus einer Flagge heraus nochmal wie in einer Art Abschlusstief bildet oder ob er wirklich von einem neuen Hoch wegschrubbt, weil das eben dann eine neue Bewegung einleiten kann und die dann ab da oben auch von der Dynamik her bemessen werden muss. Und da macht es schon einen Unterschied, ob die jetzt hier oben angefangen hat oder hier oben angefangen hat. Ja, wäre das hier oben, hätte ich jetzt gesagt, der dreht morgen definitiv wieder nach oben um. Da kann man schon fast blind long reingehen. Das ist jetzt der Abschluss. Pull weg, fertig und zurück. Da das aber hier das höhere Hoch jetzt war, ist das ein bisschen anders. Ja, weil das wirklich dem jetzt Raum schafft, sich unten ein bisschen durchzubuddeln. So sinngemäß hat man es gestern ja auch gesagt, wenn er sich nach unten durchfühlt, unter die, was haben wir gesagt, 39? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwie haben wir gesagt, wenn der sich schwach gibt und unter 39 nach unten fühlt, dass der locker erstmal 8,30 und auch 7,75 anlaufen kann. Na, dass er das einfach nochmal so zurückläuft. Und wenn er drunter geht, eben auch auf die 776 zurückfallen kann. So, und da sind wir jetzt sogar schon. Und dann haben wir eben gestern gesagt, das ist anders, wie wenn das jetzt der Montag gewesen wäre. Der Mittwoch durchaus dazu führen kann, dass der eben auch noch ein Stückchen nachrutscht. Ja, und das wird jetzt eine harte Aufgabe für den Mittwoch. Was er da draus jetzt macht. Wir hatten gestern gesagt, über 69, hat er die Chance, oben rauszugehen? Hat er die Chance, über die 19.000 zu gehen? Hat er die Chance, 19.40, 19.200 bis 19.250, haben wir gesagt, kann er machen? Hat er aber nicht hingekriegt. Hat sich kurz über 69 präsentiert und dann direkt den Kopf eingezogen, sich unter die 39 zurückgedrückt und dann eigentlich durchgängig hier schwach gezeigt, auch am Unterbieten von der 7.75. Nicht einmal irgendwie versucht, noch rückwärts die wieder nach oben hin auszugleichen, nach oben zu zocken. Sowas sieht man ja auch gerne, wenn der Markt einfach kontern will und stellt uns damit einen Monatsanfang, wie wir ihn im August schon gesehen haben. Ist jetzt nicht ganz so überraschend, ja. Wir haben auch ein bisschen damit gerechnet. Demzufolge sieht die Kerze auch, ich sag mal, noch wesentlich humaner aus, wie das, was wir am Donnerstag, nicht am Donnerstag hatten, das, was wir im Augustanfang hatten, ja. Also von der Ausprägung, was sind das? 1,5%, das ist so etwa das. Wahrscheinlich, was wir hier in der zweiten Kerze schon hatten, also lässt nicht ganz so viel Dampf auf dem Kessel, wie das hier der Fall war. Dennoch ist erstmal Vorsicht angesagt. Die einzige Chance, die ich sehe, dass der sich hier jetzt reaktiviert bekommt, und das nochmal nach oben umgedreht kriegt, ist, wenn der morgen früh am Mittwoch kurz nach unten anstartet und vielleicht, ja, wo wegdreht. Also im Grunde sollte er nicht tiefer als das hier gehen. Ja, 600, 5, was ist denn das hier? 560. 600, 560. Das früh nochmal antippen. Ich sag mal, bis 10 Uhr sollte der dann aber auch da unten sein. Ja, dann umdrehen und neues Tageshoch liefern. Ja, wenn wir sowas sehen, kriegt er die Chance, den Mittwoch, ich sag mal, wie eine Art Turnaround, Dienstag, also Turnaround Tuesday zu sehen, aber zum Mittwoch. Das funktioniert aber auch wirklich nur in dieser Kombination gut und verlässlich. Natürlich kann der Markt immer alles machen, aber wir reden ja darüber, was üblicherweise passiert und was typisch einfach für unseren DAX ist. Und typisch wäre es, wenn er nach oben auskontern will, dass er hier jetzt die 605,60 noch antippt und von dort dann eben früh eine Umkehr einstellt, grüne Stundenkerze schiebt und sich dann eben wieder zurückerholt. Probiert er das instant, also direkt in die Gegenbewegung rein, kann es ein bisschen schwieriger werden. Das kann natürlich klappen. Wird ich aber so erstmal ein bisschen ausklammern. Also wir bräuchten ihn klar wieder über einer 27. Und dann haben wir bloß das Problem, dass wir schon ab 7,75 wieder richtig, dass es dann wieder Short-Marke jetzt zu sehen. Dadurch, dass der von hier oben ein neues hochgesetzt hat und jetzt so dynamisch runterkam, ist das sozusagen eine Short-Marke. Ja, das heißt,
Wenn man jetzt sagt, man wartet das Überwinden von 27, er startet jetzt positiv in den Mittwoch rein, geht über die 27, kann das sein, dass die 7,75 richtig nach unten wegverprügelt wird und den nochmal reinwirft. Um das also zu drehen, ins Bullische zu drehen, muss er die 27 nach oben gestanden kriegen und er muss die 7,75 nach oben umgeklappt kriegen. Dann wird er Ruhe reinkriegen. Dann wäre das eine dreiwillige Bewegung. Dann könnte man sagen, okay, war ein bisschen dynamisch, aber hat er jetzt wieder ausgekontert, alles fein, kann jetzt wieder nach oben wegsteigen. Solange der das nicht tut, ja, solange der das nicht tut, solange der nicht über eine 27 drüber geht, solange der nicht über eine 7,75 drüber geht, würde ich hier erstmal eher Alarm nach unten schlagen. Ja, also den vielleicht sogar eher sogar auf der Short-Seite dann mal kurzzeitig ansehen. Grundsätzlich ist die Aufwärtsstruktur so noch möglich und intakt. Es ist aber nicht, es ist ein Warnsignal, es ist ein klares Warnsignal. Wir haben den Hanging Man gehabt, wir haben den Inverted Hammer gehabt, alles auf der Stelle und jetzt hat er ein neues Hoch drüber gestellt und wurde hart, richtig hart und mit Druck auch abverkauft. Also da kann gut und gerne auch noch eine Rutsche folgen, die unten das Gap bei 450 zumacht. Ja, und dann wären wir wieder am mittleren Band, wären hier und dann könnte aber auch noch das Gap hier unten folgen bei 18.200. Und dann würde er sich hier Stück, das haben wir die letzten Tage schon mal so durchgekaut, ne, wenn er da umdreht, macht er sich dann halt mit jedem Bereich, den er unten bricht, immer mehr nach unten auf. Ja, immer mehr Chance nach unten auch, dort entsprechend auch Ziele mit abzuarbeiten. Ja, und deswegen wäre ich da einfach ein bisschen vorsichtig. Das ist eine warnende Kerze. Und da sollte man jetzt klar abstecken, was ist jetzt hier positiv, wann ist es positiv, wo ist es positiv und wann nicht. Ja, und wenn diese positiven Ereignisse nicht eintreten, hat er das Zeug nach unten, einfach noch weiter durchzutreten. Ja, wie gesagt, 560, 600 wäre so eine Chance für ein bullisches Freitagsbild mit einem frühen, tiefen Start und dann dreht sich dann hoch. Sieht man oft im DAX, könnte kommen. Ja, aber geht er da auch durch? Haben wir hier ein Gap Close bei 450 und sogar noch einen bei 18.200. Das sind die nächsten zwei, ich sag mal, größeren Ziele auf der Unterseite, die er dann anpeilen dürfte. Ja, wenn er das eben nicht hinkriegt, hier sich bei 65, 600 hochzudrehen und sollte frontal nach oben starten, guckt ein bisschen genauer bei der 7,75 hin, könnte eben auch ein Bereich sein, wo er eine Erholung dann abbricht, sich eindreht und dann von dort sogar weiterfällt bis 5,60. Ja, das kann er auch, wenn er hier positiv reinstartet, startet erst nach oben, geht über die 27, stößt sich an der 7,75 ab, kann er von dort locker, locker unter die 600 nochmal drunter. Ja, wäre dann so eine Art dreiwellige Bewegung, wäre machbar. Der ist wirklich erst da drüber. Oberhalb von 7,75, 800 sage ich, okay, wir sind back in der positiven Chartlage. Jetzt kann er wieder versuchen, 19.000 anzugreifen. Aber drunter wäre ich jetzt einfach vorsichtig, weil wir direkt vom neuen Hoch wegverkauft wurden. Das ist eine gefährliche Kiste. Ja, weil wenn er eine Umkehr stellt, die wirklich tief geht, die lang geht, die nachhaltig auch gelingt, das ist immer das Thema, ja, bei uns auch. Das muss ja auch, wenn es nachhaltig gelingen soll, dann fängt es in der Regel so an. Ja, so. Nicht aus so einer Flagge raus, sondern so. Das sind die Sachen, die nach unten raus wirklich richtig, richtig, richtig viel Strecke machen können. Und deswegen wäre ich da jetzt einfach vorsichtig. Ist eine richtig warnende Kerze hier. Definitiv. Kann sich ändern, ohne Frage, aber dafür haben wir ja unsere klaren Bereiche, wo man das abgrenzen können. Und ja, für mich ist der erst oberhalb von 7,75 18.800, dann eher wieder im Positiven, außer er stellt uns hier unten eben auch ein schönes Einstiegssignal, um da vorzeitig was zu zünden. Ja, Punkt. Das ist es, Freunde. Das ist es. Dabei wird es belassen. Wünsche euch viel Erfolg am Mittwoch. Und wie gesagt, der übergeordnete Trend nach oben ist noch intakt. Der kann sich hochdrehen, ja. Aber er muss uns das beweisen. Er muss die Signale liefern. Liefert er die nicht, hat er das Fenster da eben unten noch was runterzumachen. Ja. Gut, Freunde. Ich mache aus, wünsche euch was, gutes Gelingen. Hören uns morgen wieder. Bis dann, tschüss.